Da unten ist die nächste. Ich habe mich natürlich fressen lassen. So. Ja, das ist das letzte Ei. Immerhin halten die nur zwei Schläge aus, wäre noch nerviger, wenn die mehr aushalten würden. Stimmt. So, ich denke mal, genau gegenüber ist dann das Seepferdchen. Okay. Weil ich wüsste jetzt nicht so, wo sonst noch eine Seeschlange wäre. Da ist auf jeden Fall noch eine. Ah ja, da ist es. Ah ja, super. Danke, Osoma. Nimm dies als Zeichen meiner tiefsten Dankbarkeit. Okay, du kriegst es oder so. Gut. Naja, siehst du, sag ich ja, es wäre ein schlechtes Level-Design, was Nintendo eigentlich versucht zu vermeiden, wenn du jetzt ja wirklich das nee, nicht mehr kriegen könntest. So, hatte irgendwie so das Gefühl, dass das dass du es hättest daneben freilassen müssen, sozusagen. Ich habe mich gerade gewundert, hey, was ist das für ein riesiges Ding da oben? Das ist ja nur der Mond. Nee, der seine Nase fast ins Wasser steckt. So, jetzt bringen wir noch die restlichen Eier ins Labor und dann war es das aber eigentlich schon. Ja. Schon ist gut, nach fast 4 Stunden. Moment, da ist ein Zora aufgetaucht. Reden. Mikau, hast du hier irgendwo einen goldfarbenen Fisch gesehen? Goldfarbene Fische kennen sich hier sehr gut aus. Ich habe gehofft, einen zu fangen, damit er mich zum Nadelfelsen führt. Wäre das Wasser nicht zu trüb, müsste ich mich nicht auf die Führung eines goldfarbenen Fisches verlassen. Also, das meint ein Seepferdchen, ne? Ja, mein Lieber, du kommst nur ein bisschen zu spät. Weil der wollte dir eigentlich den Tipp geben mit dem Seepferdchen, aber der war irgendwie ein bisschen zu spät dran. Spät, keine Ahnung. Egal. So. Zora, Maske ablegen. Letzte Flasche noch ausrüsten. Gut. Dann haben wir jetzt alle 7 Eier. Oh Mann. Endlich. Nach tausenden von Jahren habe ich das Ei nicht an die richtige Stelle gelegt. Yay. Platsch. Es wird gefolgt ein Gitterstab gefallen, aber es ist trotzdem im Wasser gelandet. Und immer diese ewig lange Animation. Ja. Jedes Ei hart verdient. Aber wirklich. Naja, solange die Eier nicht hart sind, schmecken sie wenigstens noch gut. Ich glaube nicht, dass du Zora Eier essen willst. Meinst du? Die schmecken ein bisschen fischig. Gut, alle Eier nun zusammen wieder sind, ist gleich beginnt, rasch vor das Aquarium die Stelle. Ist wie Kaviar. Ich hab noch nie Kaviar gegessen. Ich finde Kaviar lecker. Ich hab's noch nie gegessen.
plötzlich schlüpfen sie natürlich aus in dem Moment. Mhm. 1 bis 3 Tage dauert. Soraquallen. Okay, vielleicht schmecken sie wie Froschschenkel. Hast du die schon mal gegessen? Nö. Ich auch nicht. Ich habe irgendwie viel noch nicht gegessen, was ich mal probieren würde. Sieh nur, was zu bedeuten das hat. Ich hab's. Ein Lied. Du nicht verstehst, wie diese Zora-Kinder aufgeregt sich haben. Ich wette, es ist ein Lied. Nee, weißt du? Du nicht vielleicht hast ein Instrument. Achso, ja. Muss ich das jetzt vor dem Typen zünden machen? Ja. Spiele sie mit A und C, ja, okay. Also, links, oben, links. Nö. Ja. Links, oben, links, rechts, unten, links. Ah! Links, oben, links. Ja! Links, oben, links, rechts, unten, links, rechts, so. Bossa Nova der Kaskaden erlernt. Nichts, gar nichts. Kann es sein, dass du verwendest das falsche Instrument? Ah, du musst. Ich habe es als Zora machen, ja. Ja. Die sehen aber schon irgendwie süß aus. Ja, das stimmt. Der Opi. Also einen gewissen Witz hat das Spiel, ja. Du hast den Bossa Nova der Kaskaden erlernt. Die Kinder der Zoras lernen diese Melodie, welche die Stimmen der Zuhörer wieder erklingen lässt. Da, das Richtige war es. Es war. Um zu ehren dieses Lied, diese Zoras wurden geboren. Für die Zora, die gelegt hat, diese Eier, dieses Lied spielen du musst. Okay. Na dann. Dann auf zu Lulu. Genau. So langsam nähern wir uns dem Ende der Aufnahme. Und dann bin ich gespannt auf den nächsten Tempel. Ja. Der müsste ja dann bald kommen. Ja, dafür haben wir jetzt die ganzen Vorbereitungen eigentlich getroffen. Also du kannst danach eigentlich direkt dahin. Okay. Hier immer reinläuft. Ja, das war Absicht. Natürlich. Oh, ich sehe die Viecher teilweise gar nicht. Ja, ist schon ein bisschen dunkel. Oh, wie der Fisch nochmal einen voll trollt vom Eingang. Höhle der Zoras, wir sind zurück. Bam, bam, badam. Badam, bam, bam. So. Links oben, rechts, Quatsch, links oben, links, rechts, unten, links, rechts. Ah, meine Fresse.
Links oben, links rechts, unten links rechts. Endlich ein toter Fisch im Wasser. Jedenfalls im Felsen hier. Ach, eine Schildkröte. Ist erwacht und das ist wahrscheinlich der Tempeleingang. So ähnlich. Er guckt sich um. Oder sie bringt mich zum Tempel, aber das ist das typische Thema, was schon oft angesprochen wurde. So große Schildkröten, dass Inseln auf ihren Rücken sind. Ja, das gibt's auch echt in so vielen Filmen und so. Hab ich gut geschlafen. Als ich meine Augen öffnete, fiel mir auf, dass die Tage so schnell vergehen. Bist du nicht Lulu? Ja, Lulu, du musst nicht überrascht sein. Auch wenn ich schlafe, sehen meine Augen alles, was im Ozean geschieht. Dieses Bild sieht aus wie so ein Dinosaurier. es sieht so aus, als wäre Lulu verwirrt. Bedauerlicherweise bleibt keine Zeit für langes Gerede, also stolzer Krieger. Die Brandung in der Schädelbucht ruft deinen Namen. Rasch, klettere auf meinen Rücken. Mikau, was geht hier vor? Und meine Stimme? Was ist mit dir mir geschehen? Ist die Schildkröte noch da, wenn ich jetzt praktisch die Zeit zurücksetze? Aber theoretisch müsste ich sie ja dann mit dem Lied neu erwecken können, oder? Du kannst doch einfach zum Tempel gehen und da die Zeit zurücksetzen. Wie kann ich jetzt auf deren Rücken klettern? Das sind nach Katzen jetzt automatisch? Nee. Sprich sie mal noch an. Warum so langsam? Ziele mit einem Fanghaken auf die Palmen auf meinem Rücken. Ach so. Hehehe, natürlich kenne ich die, deinen Namen. Sagte ich dir nicht, dass ich alles weiß. Sag das doch gleich. Immerhin sagt es dir überhaupt. Ja, das ist im Spiel hoch anzurechnen. Und Ocarina of Time hätten sie gesagt, ja komm, kletter auf meinen Rücken. 3 Tage später, mit dem Fanghaken soll ich das also machen. In Zelda 1 hätten sie es dir gar nicht gesagt. Da wäre die Schildkröte aufgetaucht und gut. In Zelda 1 gab es Hinweise. Genug Hinweise, um weiterzukommen. Mehr Hinweise als in Ocarina of Time. Naja, du hattest Navi, die du eigentlich immer fragen konntest. Die mir nicht immer die richtigen Namen Sachen gesagt hat. Ja. Teils, aber du musst dem Spiel auch zugute halten, dass es das erste 3D-Zelda war. Und das war damals ziemlich neu. Ja, gut. Da hat noch nicht alles so funktioniert. Akzeptiert. Wie sie gedacht haben. Die Gerudos reisen ins Auge des Sturms. Und werden weggeweht. Aber die Schildkröte schafft es. Weil sie zu schwer dafür ist. Natürlich. Dass Link halt nicht weggeweht wird. Ja, hält sie an der Palme fest. Ja. Aber nicht an seiner eigenen Palme. Oh. Ich weiß, der war flach. Der war so flach. Der war flacher als flach, der war unterirdisch.
Tschüss. Tschüss. Winke, winke. So, ist das jetzt der Tempel? So. Ja, ich denke, jetzt kannst du die Zeit auch zurücksetzen. Ah, dann werde ich ja wieder draußen gespawnt. Meinst du nicht, das zählt hier als vor dem Tempel? Nee, wenn ich die Zeit zurücksetze, werde ich automatisch wieder zum Uhrenturm geschickt. Ach, stimmt, ja. Wow, das ist wirklich ein sehr großes Wasserrad. Ja, und was es mit diesem Wasserrad auf sich hat, das sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil wir haben jetzt fast exakt 4 Stunden, das heißt, exakt. Es reicht exakt für 12 Parts. Und das reicht mir auch langsam exakt. Ja, mir auch. Und ja, wir machen dann eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob ich dann wieder einen Gastkommentator dabei haben werde oder nicht. Aber möglicherweise schon. Bisher ist es ja die ganze Zeit so gewesen und der Andrang ist groß irgendwie. Immerhin hatten wir jetzt schon 4 verschiedene Gastkommentatoren. Davon in einer Aufnahme 2 gleichzeitig. Naja, gut, okay. Genug davon. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.